Hallo, meine Lieben. Heute gibt es Teil 17 vom Roman bei Bare Beauty. Ja, ich habe jetzt in den letzten Tagen immer den gleichen Look getragen. Das Gold auf den Augen. Ich hatte euch ja diesen Gold, Touch of Gold Look vorgestellt. Ich habe heute allerdings einen anderen Lippenstift drauf. Den wollte ich euch auch noch schnell zeigen. Der ist von Bobbi Brown, ein Geschenk meiner Freundin, in Gold. Goldbeige ist der. Goldbeige 8. Der ist sensationell. Gefällt mir super gut. So. Also, ne, ich dachte nur mal so als kleines Intro. So, Brille. Schaffe ich das heute? Nee, zwei Lesungen werden es wohl noch werden. Ich schaffe das nicht heute. So, Surprise, Surprise. Also Überraschung, Überraschung. Zwei Tage bis zur Vernissage und Marie war bereits im Anflug. Alles saß, passte und hatte Luft, wie man so schön sagte. Sie freute sich auf ihre Tochter und lief aufgeregt in der Ankunftshalle hin und her, die Türen immer im Auge. Und da war sie endlich. Jenny nahm Marie in die Arme und drückte sie fest an sich. »Oh Mama, schön, dich zu sehen.« »Na, das kannst du laut sagen, Liebes. Komm, ich will dich ihm vorstellen.« »Bin total aufgeregt«, sagte Marie. »Musst du nicht, er wird dir gefallen.« »Ach, tut er jetzt schon.« Jenny grinste. »Weg, das ist meine Tochter Marie.« Marie gab ihm artig zur Begrüßung die Hand. »Danke, dass ich kommen durfte.« »Es ist mir eine Freude, dich kennenzulernen. Geht mir auch so.« Und dann druckte sie herum. »Du, Mama.« »Ja, was ist denn, mein Schatz?« »Da ist noch etwas. Papa ist mitgekommen.« Jenny wurde kreidebleich. »Warum das denn?« »Also ich konnte ihn nicht davon abhalten. Wo ist er?« »Er müsste gleich rauskommen.« Plötzlich trat Tom aus der Tür und kam geradewegs auf sie alle zu. »Hi«, begrüßte er Jenny und gab ihr einen Kuss. Dann trat er einen Weg heran und gab ihm die Hand. »Ich bin Tom.« »Der Scheißkerl.« Alle staunten und Vic sagte nur »Welcome«. »Na klasse, und nun?« fragte Jenny. Zunächst betretenes Schweigen. Vic fand als erster die Worte, »Also ich würde vorschlagen, wir fahren hier erstmal weg und dann sehen wir weiter.« »Macht euch bloß keine Umstände, ich habe mir schon ein Hotel gebucht.« Jenny nickte erleichtert. »Warum bist du überhaupt mitgekommen, Tom?« »Ich dachte, das wäre eine gute Idee.« »Inwiefern?« »Na, du hast deine erste Vernissage.« »Und das ist der einzige Grund?« »Na, du bist meine Frau.« »Meinst du nicht, dass es dafür ein bisschen zu spät ist?« »Jenny, es ist nie zu spät, egal für was.« Das war wieder mal so eine unangenehme Situation, in die sie Tom gewollt oder ungewollt gebracht hatte. Aus den Augenwinkeln heraus sah sie kurz zu Vic hinüber, wie er wohl die Lage empfand. Offenbar besser, als sie befürchtete. Er nahm Maries Koffer und sagte, kommt. Marie lief hinter ihm her und Jenny nutzte diesen Moment. Sag mal, bist du völlig übergeschnappt? Was soll das? Mach dir keine Sorgen, Schatz. Ich fahre jetzt ins Hotel und dann sehen wir weiter. Jenny starrte ihren Tom, der ja immerhin noch ihr Mann war, eine kleine Weile fassungslos an. Hey Süße, ich freue mich für dich. Ach wirklich? Ja, du hast es total verdient. Und dieser Vigo, der ist gar nicht so übel. Jenny zog fragend die Stirn in Falten. Es ist ja nicht so, dass es mir völlig egal ist, wer mit meiner Frau so rummacht. Rummacht? Naja, also ihr werdet ja nicht mit Murmeln spielen, oder? Nein, Tom, tun wir nicht. Oh Scheiße, sagte er und griff sich dabei theatralisch an die Brust. Ich wusste es. Und doch hatte ich die vage Hoffnung, dass es nicht so ist. Tom, du hast damit angefangen. Ich weiß. Du hast gesagt, dass ich mich umsehen soll. Stimmt, aber deinetwegen fühlen wir uns obdachlos, weil du uns vor die Tür gesetzt hast. Dabei fasste er sich kurz an seinen Schwanz. Jenny musste bei der Wahl seiner Worte widerwillig lächeln. Das war ihr Tom. Ein Mann in der Krise, der alles tat, ein Arschloch zu sein, den man aber trotzdem irgendwie liebte. Gut, also jetzt bist du hier, ist nicht zu ändern, aber ich habe keine Zeit für dich. Nein, Abendessen wird ja wohl drin sein. Nein, Tom, heute Abend essen wir mit Marie und Vigos Sohn und du wirst nicht dabei sein. Betreten sei er zu Boden. Happy Family ohne mich? Wenn du so willst, ja. Meinst du, dieser Vigo hätte was dagegen, wenn ich dabei wäre? Nein, Tom. Also ich frag ihn. Das wirst du nicht tun. Kurz entschlossen nahm Tom seinen Rollkoffer und lief zum Ausgang. Vic und Marie saßen bereits im Auto und Tom lehnte sich an die offene Scheibe heran. Hey, begann er. Hey, wie wär's, wenn ich heute Abend bei euch vorbeischaue? Oh Mann, Papa, rief Marie aus dem hinteren Wagen vor. Vic sah zu Jenny, die verständnislos die Schultern hochzog. Okay, sagte Vic und gab ihm seine Adresse. 8 Uhr.
Prima. Tom dankte und schlug zum Abschied leicht auf das Wagendach. Jenny, wir sehen uns ja. Und das kam so selbstverständlich, dass ihr im wahrsten Sinne des Wortes die Kinnlade herunterklappte. Bevor er ins nächste Taxi stieg, hob er zum Gruß nochmal die Hand und Jenny schüttelte verständnislos den Kopf. Vic, ehrlich, mir ist das so unangenehm. Ich hatte doch keine Ahnung. Und dann nahm sie im Wagen Platz. Natürlich nicht. Also was soll's? Jetzt ist er da und ich denke, für diesen Abend brauchen wir kein Drehbuch. Nee, weiß Gott nicht. Zwei Männer, eine Frau. Während Marie und Vigos Sohn Alex einander kennenlernten, er hatte sie gleich bei der Ankunft in Beschlag genommen, bereitete Jenny einen Lammbraten mit Kräutern der Provence, Rosmarinkartoffeln und Fenchelgemüse vor. Als Nachtisch hatte sie eine französische Aprikosentart gebacken. Vigo saß am Tisch und leistete ihr Gesellschaft. Das fand sie schön. Tom hatte das nie gemacht. Wenn, dann höchstens hinter seiner Zeitung versteckt. Plötzlich kam Marie aufgeregt in die Küche. Das glaube ich jetzt nicht. Was? Riefen beide wie aus einem Mund. Alex ist auch Musiker. Ihre Blicke trafen sich. Ja, und ein ziemlich cooler, betonte Vic stolz. Die Sache ist die, begann Jenny, Maries Freund oder Ex-Freund. Sie sah ihre Tochter fragend an. Ex, also ihr Ex-Freund ist auch Musiker. So, und nun hast du die Nase voll von Musikern, fragte Vic scherzhaft. »Nee, ist nur witzig«, sagte Marie, nahm einen Apfel aus der Schale und verschwand wieder. »Und wieder ein Rockstar«, sprach Jenny mehr zu sich selbst. »Meinst du, die beiden mögen sich?« »Na ja, sieht so aus. Schau doch mal«, sie deutete in den Garten, wo Alex und Marie sich wie zwei Königskinder amüsierten. »Der Junge hat Geschmack, wusste ich's doch.« Jenny buffte ihn leicht in die Seite. »Hey, hier wird nicht verkuppelt.« »Du, dafür brauchen die uns nicht«, er zündete sich ein Zigarillo an, trank einen kleinen Schluck Wein und sagte, daran könnte ich mich gewöhnen. An was, dass ich koche? Das auch. Ich meine, so an Familie. Du hattest doch eine. Nee, ich habe Alex alleine großgezogen. Oh, das tut mir leid. Nicht doch, seine Mutter war auch Musikerin. War bestimmt nicht einfach. Also wie man es nimmt. Aber der Junge hat mir sehr viel Freude bereitet und ich möchte keine Minute mit ihm missen. Das hast du schön gesagt. Jenny hatte sich entgegen ihrer Natur angewöhnt, Vigo nicht nach seiner Vergangenheit zu befragen. Sie spürte, dass er das nicht mochte. Sie ließ ihn selbst aus sich herauskommen und jeden Tag erfuhr sie ein bisschen mehr über ihn. So, der Tisch ist gedeckt, ich gehe jetzt schnell nach oben und mich umziehen. Komm doch mal her. Vigo zog sie auf seinen Schoß. Danke. Wofür? Fragte Jenny. Dafür, dass du bist. Punkt 8 klingelte es und Tom stand mit einer Flasche Wein als Gastgeschenk vor der Tür. Es herrschte eine angespannte Stimmung und Tom machte seiner noch Frau zunächst ein Kompliment. Du siehst fabelhaft aus. Jenny hat ihren Maxi-Rock, ein Top und flache Sandalen an. Also nichts Außergewöhnliches, aber für Tom anscheinend schon. Also in solchen Klamotten habe ich dich das letzte Mal vor Maries Geburt gesehen. Tja, jetzt bin ich eben wieder ein Hippie. Er lachte. Steht dir. Komm, setz dich. Sieht lecker aus. Übrigens, Vic, Jenny ist eine fantastische Köchin. Ich weiß. Tom schluckte schwer. Also wie mir scheint, sitzt jetzt meine Familie an deinem Tisch. Nicht ganz, darf ich vorstellen, mein Sohn Alex. Hi, Alex. Hi, grüßte er zurück. Tom setzte sich. Schön, dass wir alle zusammen sind und trank sogleich das erste Glas Wein. Also ihr tut euch am besten alle selbst auf, sagte Jenny und setzte sich auch. Ist heute Selbstbedienung. Beim Essen herrschte zunächst eine leicht unterkühlte, aber immerhin höfliche Stimmung. Nach ein paar Gläsern Wein lockerten sich jedoch die Zungen. Die beiden Männer buhlten um Jenny und versuchten unter dem Tisch bei ihr anzubändeln. Tom trank zu viel und pochte sofort geschritten nach Stunden auf sein Gewohnheitsrecht bei Jenny. Hör mal, Vigo, ich will mich gleich im Vorfeld für meine Worte entschuldigen, aber ich könnte dir eins in die Fresse hauen, sagte er plötzlich. Vic lachte. Wollen wir rausgehen oder gleich hier drin? Das Gespräch zwischen Marie und Alex verstummte. Jenny ging dazwischen. Tom, lass das. Du solltest jetzt gehen. Warum? Jetzt wird es erst interessant. Jenny sah wie bei einem Tennismatch abwechselnd von einem zum anderen. Finde ich auch, sagte nun Vic. Also ihr werdet euch doch nicht prügeln. Beide sahen sie belustigt an. Ihr redet echt dummes Zeug. Wir sind Männer, gab Vic zu bedenken. Die machen sowas. Ach Quatsch, Kindsköpfe seid ihr. Beide Männer standen auf. Tom trat an Vic heran. Also, wenn du sie anfasst... Ist was? Fragte Vic. Na, das wirst du schon sehen. Bin gespannt. Im Übrigen habe ich sie schon angefasst. Dachte ich mir, sagte Tom und machte Anstalten, nun doch zu gehen. Hey Tom, du wolltest sie nicht. Oh nein, 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 nein. So war das nicht abgemacht. Abgemacht? Mischte sich Jenny nun doch ein. Was redet ihr da? Ich bin hier und kann alles hören. Tom ging auf sie zu und blieb dicht vor ihrem Gesicht stehen. Ich liebe dich und will, dass deine hübschen Augen das Letzte sind, was ich sehe. Schamesröte stieg in ihr auf. Was soll das jetzt?
Vor Jahren war dein Ich liebe dich revolutionär und heute weiß ich nicht mehr, was dir diese Worte je bedeutet haben. Wir Menschen sind dumm und verpassen immer den richtigen Augenblick, sagte Tom, ging nochmal zum Tisch zurück und trank sein Glas aus. Ich werde jetzt gehen, Jenny. Gut, ich bring dich zur Tür. Tom gab Vigo so einen Schulterschlag. Hör mal, du solltest sie gut behandeln, sonst du weißt schon. Jenny zerrte Tom zur Tür. Du hast dich total daneben benommen. Wollte ich nicht, aber der Typ ist einfach nichts für dich. Das gibt dir noch lange nicht das Recht, ihm in seinem Haus Prügel anzudrohen. Na, wo denn sonst? Tom, geh jetzt und schlaf deinen Rausch aus. Bevor er leicht wankend aus der Tür hinaustrat, drehte er sich noch einmal um. Jenny, vergiss nicht. Ich bin dein treuloser, aber dir auch immer treuer Tom. Wie könnte ich das? Und sofort dachte sie an seine Affären und seine Lügen. Entschlossen drehte sie sich um und schloss die Tür. Tom stand allein auf der Straße und bevor er gänzlich davon wankte, trat er noch mal kurz gegen Vigos Porsche und riss mit diebischer Freude wie ein kleines böses Kind einen Außenspiegel ab. Vernissage. Am Vormittag fuhren Jenny und Marie noch schnell in die Melrose Avenue, um neue Outfits für den Abend einzukaufen. Jenny wählte eine schwarze Lederhose, High Heels in Blau und eine blaue Tunika. Die Farbkombination Blau und Schwarz war momentan der Renner in Hollywood. Marie suchte sich ein hübsches, blau gemustertes Maxi-Kleid aus und anschließend gingen beide noch schnell auf einen Salat ins Ivy. Mittlerweile kannte man Jenny dort schon und sie mussten nicht lange auf einen Tisch warten und das ohne Reservierung. Sag mal, Mama, du hast dich ja schon richtig eingelebt, ha? Hm, irgendwie schon. Vigo hat es mir echt leicht gemacht und ich genieße das Klima. Bleibst du jetzt ganz hier? Nein. Das heißt für eine Weile schon, aber nicht für immer. Das geht doch gar nicht. Was ist mit Papa? Trennt ihr euch? Im Grunde genommen hat er sich schon vor Jahren aus unserer Ehe verabschiedet. Naja, meinst du nicht, ihr könntet vielleicht doch noch so irgendwie so einen Weg finden? Halt, Süß, unterbrach sie ihre Tochter. Du wirst dir jetzt nicht dein hübsches Köpfchen zerbrechen, hörst du? Wie du meinst, heute ist dein Tag und alles andere wird verschoben. Genau, so und nun will ich nichts mehr von Tom oder Vigo hören, vielmehr von Dennis. Ach der, stöhnte Marie genervt auf, der macht's wie Papa, auf einmal kann er nicht mehr ohne mich leben. Hat er das gesagt? Marie nickte. Ja und du? Wie sieht's mit dir aus? Ich wünschte, er hätte das nicht gesagt, weil ich ihn deshalb wahrscheinlich nur noch mehr liebe. Liebe ist eine Gratwanderung zwischen Schmerz und Lust. Oh Mann, das ist es ja. Warum geht das immer zusammen? Das ist das Leben, Süße. Nichts ist vollkommen, nichts ist ewig. Du bist wirklich nicht wie andere Mütter. Bin ich das? Ja, du bist anders und ich bin so stolz auf dich. Ein Lob aus dem Mund meiner Tochter, das ist wie Musik in meinen Ohren. Ich danke dir, mein Schatz. Jenny liebt ihre kleine Heilige, die sie vor Jahren unter Schmerzen aus ihrer Vagina gepresst hatte. Und auch wenn Tom Mistkerl ihre kleine Familie zerstört hatte, war sie der lebende Beweis dafür, dass ihre gemeinsame Zeit gut gewesen war. Ich überlege, ich lese noch ein Stück. Endlich war es soweit. Jenny fuhr schon 2 Stunden vor der Eröffnung in die Galerie und sorgte dafür, dass Gläser, Getränke, Gebäck und Canapés vom Catering in Empfang genommen werden konnten. Es kamen letztendlich so viele Gäste, dass es allmählich eng wurde. Maggie begrüßte die Gäste und vor allem den Ehrengast Joan in ihrer Galerie und als musikalische Begleitung spielte Alex mit seiner Band. Joan hatte sich in eine ihrer Glamour-Hollywood-Filmroben geworfen und sah einfach hinreißend aus in ihrem cremefarbenen, langen Kleid, welches nur halb ihre Schultern bedeckte. Das Haar hatte sie streng mit einem kleinen Dutt am Hinterkopf zusammengebunden und die Perlenohrringe ließen ihre Augen strahlen. Die dazu passende Federboa machte das Grand Dame-Outfit perfekt. Vigo stand unterstützend an ihrer Seite. Nach einer kleinen Rede übergab Maggie an Vic. Im Eifer des Gefechts hatte sie gar nicht darüber nachgedacht, wer ein paar einleitende Worte sagen könnte. Dass ausgerechnet Vic vor allen Leuten stand und eine Ansprache hielt, rechnete sie ihm unermesslich hoch an, zumal sie wusste, wie sehr er so etwas hasste und nicht gerne in der Öffentlichkeit redete. So, hi, ich muss mich ja nicht weiter vorstellen, aber diese Frau, dabei zog er Jenny, die dezent hinter ihm stand, nach vorne, diese Frau habe ich in Berlin kennengelernt und ich muss euch sagen, dass ich von Anfang an von ihrer Idee 81 ist die neue 18 begeistert war. Alle sahen auf Jenny, der auf einmal, wie sollte es anders sein, ganz heiß wurde. Das Thema, wie können Frauen älter werden und dabei trotzdem ihre Würde bewahren, geht uns alle an. Er machte eine kleine Pause und nun zu unserem Ehrengast. Vic holte Joan ins Scheinwerferlicht, alle applaudierten und Joan genoss sichtlich das Bad in der Menge. Sie breitete ihre Arme aus und sagte, wie ihr seht, ich lebe noch. Wahnsinnsgeklatsche und Gejohle,
Jenny stupste Vic erfreut in die Seite und flüsterte, sie ist einfach umwerfend. Ja, das ist sie, bestätigte er. Sie ist ein Rockstar. Schön, dass ihr so zahlreich gekommen seid, um mir alten Dame zu huldigen, sagte sie amüsiert und hatte dabei eine Ausstrahlung, die selbst den letzten Zweifler vor sie auf die Knie gezwungen hätte. Wie soll ich es am besten sagen? Mrs. Jenny Erdbeerstein hat mich zurück ins Leben geholt, begann sie und Jenny hatte wieder mal damit zu tun, Tränen der Rührung herunterzuschlucken. Diese ständigen Gefühlsanwandlungen machten sie noch ganz mischugern. Wir haben uns durch Zufall auf der Straße kennengelernt, obwohl ich ja der Meinung bin, dass alles seine Bestimmung hat und es keine Zufälle gibt. Da bezwinkerte sie Jenny kurz zu. Jenny meinte, dem Thema Jugendwahn mich entgegensetzen zu müssen. Ganz schön mutig, findet ihr nicht? Fragte sie und ein positives Raunen ging durch die Menge. Anyway, wir alle wissen, dass Hollywood ein hartes Pflaster für Frauen ist, besonders wenn sie die magische Grenze der 40 überschritten haben. Dann machen sie auf einmal so komische Sachen. Es war mucksmäuschenstill. Man hätte eine Stecknadel herunterfallen hören können. Sie fangen mit Botox an, peppen ihren Mund zu Schlauchbootlippen auf oder lassen sich den Mittelfußknochen herausoperieren und das nur, um in ihre Manolo Blahnik zu passen. Jetzt wurde es richtig lustig. Die Leute lachten und pfiffen. Ist man erst einmal von dem Virus befallen, geht es damit weiter, das Gesicht operieren zu lassen, um mit den Jüngeren konkurrieren zu können. Totaler Schwachsinn. Das funktioniert nicht. Auch wenn es besonders in den einschlägigen Fernsehserien einzig und allein darum geht, Frauen mit windelkurzen Röcken und grell geschminkten Apfelbäckchen durch die Gegend stachsen zu lassen und ihren Gedanken um nichts anderes als um Fragen einer 17-Jährigen kreisen. Bin ich schön genug? Dünn genug? Bekomme ich den richtigen Typen, der auf mich steht? Sie machte eine kleine Pause und wartete, bis die zustimmende Menge sich wieder beruhigt hatte. Im Leben einer nicht mehr ganz taufrischen Schauspielerin geht es besonders hier in Hollywood richtig zur Sache. Sie plagt sich mit den Gedanken herum, ob sie die Rolle, die sie gerne spielen würde, auch noch mit über 40 bekommt. Und zwar nicht nur die der Mutter oder Großtante. Jenny konnte sehen, dass Jones Worte ankamen und so manche Dame betreten nach unten schaute. Dann, meine Lieben, setzte Joan fort, dann liegt es doch klar auf der Hand, dass in unserer Gesellschaft gehörig etwas schiefgelaufen ist. Joan sah aufmerksam in die Runde. Was ist das für eine Welt, holte sie weiter aus, in der junge Mädchen beim Ausgehen auf Frauen treffen, die ihre Mütter sein könnten, die dasselbe anhaben, nur vielleicht etwas teurer und sich lediglich durch ihren Kontostand unterscheiden. Ich frage euch, woran sollen sie sich orientieren, wenn die Vorbilder fehlen? Nie waren Menschen schneller erwachsen als heute, der erste Sex vielleicht mit 16, Tendenz immer jünger, das erste Kind mit 30 und dazwischen soll angeblich unsere beste Zeit liegen? Weiß Gott, uns ist schon lange eingeredet worden, dass es ab 30 bergab geht und ich sag euch Bullshit, es ist immer die beste Zeit, egal wie alt man ist. Tosender Applaus. Ich sehe schon, wir verstehen uns und deshalb sage ich euch, hört auf mit diesen hundertfach ausgeklügelten Diäten. Ihr verpasst den wirklichen Genuss von zart schmelzender Schokolade auf eurer Zunge, da ihr es euch selbst verbietet oder schlimmer noch, sie danach wieder auskotzt. Jetzt wurde wieder zur Bestätigung gepfiffen und geklatscht. Die Stimmung war super und Joan einfach zum Niederknien. Sie hob kurz die Hand und sofort war wieder Ruhe. Seht mich an. Ich bin in einem biblischen Alter und wisst ihr was, ich fühle mich großartig und ganz ehrlich, ich habe mich niemals unters Messer gelegt. Tosender Applaus, bis Joan damit endete. Auch wenn die Freakshow dank neuester Technologien ein Ende hat, Beispiele dafür gibt es genug und ihr beim Powerlunch mit Freundinnen die Scheu verliert und euch ungeniert die Nummern eures Schönheitsdocs weitergibt, denkt bei aller Euphorie daran, niemand kann euch eure Würde nehmen und Falten sind keine Krankheit, die ihr wegoperieren lassen müsst. Jetzt gab es kein Halten mehr. Das Publikum war völlig aus dem Häuschen. Joan übergab nun an Jenny das Wort. Guten Abend. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind, sagte sie zögerlich und der nervöse Angstschweiß rann ihr in die blaue Seidentunika. Ich möchte mich bei Joan vielmals bedanken, dass sie als Model für dieses brisante Thema bereitgestanden hat. Und ich muss sagen, beim Shooting mit ihr hat mich ihre Schönheit fast umgehauen. Diese Präsenz und ihre Ausstrahlung ließen mich oft verweilen, bevor ich endlich auf den Auslöser drücken konnte. Für mein Empfinden ist Schönheit das, was berührt. Und Joan hat mich berührt. Wohlmeinende Pfiffe und Rufe hallten durch die Galerie. Das Thema ist natürlich der überall um sich greifende Jugendwahn, aber hauptsächlich, oder weil es sich nahezu anbot, wollte ich Joan ein Denkmal setzen. Ein Denkmal für die Ewigkeit und ich hoffe, dass es mir mit diesen wunderschönen Fotos gelungen ist.
Etwas verlegen schaute sie in die Runde und sah in die erwartungsvollen Gesichter. Die Ausstellung ist eröffnet und ich wünsche uns allen einen wundervollen Abend voller Inspiration. Wieder wurde geklatscht und Blitzlichtgewitter ergoss sich über Joan, Jenny und Vigo. Ich glaube, Jenny, deine Idee kommt gut an. Dank dir, meine Liebe. Kindchen, wir haben uns beide gut getan. Sie standen dicht beieinander und plötzlich fragte Joan, wo ist deine Tochter? Du sagtest doch, dass sie kommen wollte. Sie ist hier. Möchtest du sie kennenlernen? Aber sicher. Jenny suchte die Galerie mit ihren Augen ab und erblickte Marie, die nicht in allzu großer Entfernung von ihnen stand. Sie gab ihr ein Zeichen, zu ihnen zu kommen. Und wer ist dieser gut aussehende Mann neben ihr? Fragte sie weiter. Das ist Tom. Dein Mann? Das ist wirklich ungewöhnlich. Kannst du laut sagen, aber egal, er ist hier. Soll ich ihn dir vorstellen? Tom bewahrte einen kleinen Sicherheitsabstand zwischen sich und seiner Tochter, um abzuwarten, ob er auch willkommen sei. Jenny machte nun alle miteinander bekannt. Tom, ganz Gentleman, küsste ihr galant die Hand und sagte, es ist mir eine Ehre, Mrs. Whitewood. Joan ließ ihn eine Weile zappeln, musterte ihn von Kopf bis Fuß und sagte schließlich, wissen Sie eigentlich, was für eine wunderbare Frau Sie haben? Ja, das weiß ich. Und um es gleich vorwegzunehmen, ich bin das Arschloch. Oh, das ist mehr als auf den Punkt gebracht. Sie gefallen mir trotzdem. Tom lächelte und fragte, was kann ich Ihnen bringen? Champagner, Wein oder was auch immer? Champagner, was denn sonst? Tom lief los. Joan sagte nur, nicht übel. Und Sie, junge Dame, müssen Marie sein. Marie wurde rot, anscheinend war sie mit der Situation, die geballte Hollywood-Prominenz um sich zu haben, völlig überfordert. Wie ein kleines Mädchen machte sie sogar einen angedeuteten Knicks und begrüßte Joan. Bezaubernd. Maries Hemmung fiel nun ab und sie machte ihre Sache richtig gut. Sofort legte sie los, wie groß ihre Bewunderung für Joan sei und Jenny entschuldigte sich kurz, da sie sich den Fragen der wartenden Presse stellen wollte. Geh nur, Kindchen. Marie und ich, wir kommen schon alleine klar. Anfangs etwas zögerlich beantwortete Jenny die Fragen der Journalisten und sagte, dass sie selbst der Versuchung kaum widerstehen konnte, sich auch unter das Messer zu legen. Was hat sie davon abgehalten? Fragte einer sofort. Ganz einfach, ich wollte mir treu bleiben und nicht irgendwann in eine Identitätskrise fallen, wenn mein Aussehen sich plötzlich total krass vom wahren Alter im Pass unterscheidet. Und während Jenny die Fragen über ihre Arbeit geduldig beantwortete, suchte sie nervös nach Vic. Plötzlich sah sie ihn. Er stand zusammen mit Tom und beide redeten miteinander. So, ihr Süßen, jetzt mache ich mal Schluss. Dann haben wir nämlich noch ein paar Seiten. Das ist ja jetzt nicht mehr so viel. Dann gibt es noch eine Lesung und dann ist die Geschichte zu Ende. Ich hoffe, dass ihr ein paar entspannte Minuten hattet und ich euch so ein bisschen in die Hollywood-Welt entführen konnte. Habt einen tollen Tag, Sonntag oder ne, wann immer ihr dieses Video schaut. Ich danke euch fürs Zuhören und Zuschauen und verbleibe mit ganz lieben Grüßen. Seid gut zu euch. Bis bald. Ciao.